So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Ich sitze hier gerade in Hildburghausen auf dem Markt. Also nicht auf dem Markt, aber so ähnlich. Guck, hier ist eine Bank. Hier sitze ich. Da ist der Rucksack. Da ist das Handy. Und hier stelle ich euch jetzt drauf, weil es nämlich eine gute Halterung ist, dass ich das nicht in der Hand halten muss, es abstellen kann und ich trotzdem mit euch reden kann. So, es ist Mittwoch bei mir. Mittwoch, 11.23 Uhr, ab 10 Uhr hat das Käfer-Event, also die große Käferkrabbelei begonnen. Dazu möchte ich mal kurz hier in den Tab reinschauen, in den Heute-Tab. Da steht nämlich immer alles drin, welches Event wann, wie, wo gerade aktiv ist. Hier steht, endet in 6 Tagen, 8 Stunden. Da wisst ihr auch immer genau, wie lange das noch geht. Die große Käferkrabbelei, was da alles dabei ist, könnt ihr euch durchlesen. Und ihr seht schon, da ist auch eine Spezialforschung aktiv mit 3 Kapiteln, wo man 2 Kilometer laufen, 15 gute Würfe, 10 großartige, 5 Curveball-Würfe, 10 Bären beim Fangen von Pokémon, 25 Pokémon vom Typ Käfer und so weiter. Hier ist auch wieder eine Sammlerherausforderung. Es gibt neue Pokémon, es gibt alles. Gibt sogar eine Pose hier mit dem Fangnetz, mit dem Käferfangnetz. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Und hier an der Heimarena, ich weiß gar nicht, ob ich einfach hier sitzen bleibe. Eigentlich könnte ich auch hier sitzen bleiben, dann muss ich die nochmal wechseln. Jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Hier geht ein Mega-Raid auf. Und seit 10 Uhr Raid-Boss-Wechsel können alle Eier, die jetzt Mega kommen, Mega-Sherox beinhalten. Und alle 5er-Raids ist Genesect. Wir haben auch in der Nähe hier noch einen 5er-Raid, der später aufgeht. 12.30 Uhr hier unten, nämlich an den tanzenden Löwen, da geht ein 5er auf. Den möchte ich beim Abschluss dann auch noch machen. Jetzt sind wir aber erstmal hier. Das ist der Community-Raid, den habe ich wieder in den Community-Tab gepostet. Kann ich euch nämlich mal zeigen auf YouTube. Das machen wir immer so beim Raid-Boss-Wechsel, dass wir eigentlich rausgehen und den allerersten Raid, der aufgeht und der den neuen Boss beinhaltet, poste ich, mache ich vor Ort mit Video, nehme euch mit. Jetzt habe ich hier geschrieben, 11.30 Uhr Mega Sherox Community Raid, das ist der Wait or Donate und Ramses Raid Mania laden ein. Da müsst ihr dann immer euren Trainercode und Trainernamen in die Kommentare schreiben und die allerersten 10 nehme ich mit. Ich habe auf dem einen Handy jetzt Blood and Tears, Borky, Trainer Sir Ups, Chefe24 und Schnitzelmann, sowie auf dem anderen Methodius, Terrorzwerg, Mick, Miku MK, Try Harder Kingo und Jense, Gruß aus Leer, Gruß aus Hildburghausen zurück. Der Rest hat es leider nicht geschafft, ist zu spät. Aber ist ja nicht schlimm, wir haben ja noch einen zweiten dann. Und den habe ich jetzt für 12.30 Uhr gepostet. Ich dachte, das passt, da ist genau eine Stunde dazwischen. Und die wären alle eingeladen. Ich habe jetzt keine Konterliste dazu gefunden, aber das ist Käfer und das ist Stahl. Also Feuer wäre, glaube ich, gut. Wir haben Mega Rex Blizzard Solo Raid gemacht die Tage. Da war Pflanze und da war Eis, da war auch Feuer gut. Den werde ich auch die Tage mal solo probieren. Wir warten jetzt aber kurz, bis es aufgeht, laden die Leute ein, gucken mal, ob es ein gutes ist, ob es ein schlechtes ist. Einer müsste definitiv reichen, dann könnt ihr den wahrscheinlich schon als Mega-Entwicklung machen. Das werde ich vielleicht auch heute noch machen in der Sendung. Und ja, ansonsten habt viel Spaß bei den Aufgaben, die hier sind. Macht die Spezialforschung, macht die Fangherausforderung, gönnt euch die neuen Shinies, Toxipet neu als Shiny und so weiter, neue Pokémon. Jetzt erstmal gucken, ob alle angenommen haben und warten, bis der aufgeht. So, wir sind zurück. Ihr seht, der Raid geht jetzt auf. An der gelben Arena ein rotes Sherox, was dann grün wird, wenn es Shiny ist. Wir gehen mal drauf, 11.30 Uhr ist er angesetzt. Ich habe gesehen, es haben auch alle angenommen. Hier sind 5 drauf, hier sind 5 drauf. Immer noch Grüße an Jense. Der Jense, der kennt keine Grenze, ne? Wisst ihr Bescheid. Ist aber ungewohnt, wenn du hier so... In der Großstadt kein Problem. Großstadt, du läufst rum, du schreist rum, keiner guckt. Candy ist immer so. Hibu, sitzt du irgendwo? Sieht komisch aus. Es ist jetzt halb. Wir müssen wieder eine private Gruppe machen. Ich weiß ja nicht, ob noch irgendwelche Fremden in der Nähe sind. Gehen wir hier drauf bei den Kleinen. Gruppe erstellen. Haben dann hier Glumanda. Zweimal Rad. Laden jetzt ein. Blood and Tears, Borky, Chefe, Schnitzelmann und Trainer Sir Ups. Plus hier. Jense, Miku, 3 Hart, Methodius, Terrorzwerg. Versuchen mal mit dem Main auch über den Trainercode reinzugehen, also über den Gruppencode. Brennt Rad Rad. Sind wir drin, sieht gut aus. Wir gehen mal rüber auf mein erstelltes Team, das Chlorak-Team.
Weil das ist nämlich Feuer und das müsste den eigentlich jetzt gut einheizen. Der Account ist richtig genial. Der hat immer noch nur zwei Pokémon, der hat einfach nur einen Bisasam und einen Mogelbaum. Ich glaube, der, naja, den nehme ich jetzt immer bei Raids für Zuschauer zum Einladen. Mehr macht er nicht. Normalerweise habe ich ja immer Ramses Raid Party und Ramses Raid Mania zum Einladen für die Community Raids, aber der Ramses Raid Party ist gerade gesperrt 30 Tage, deswegen kann ich den jetzt nicht nehmen. Wenn der zurück ist, werde ich mit dem auch keine Raids für Zuschauer mehr machen, sondern den wirklich für die Community Raids lassen, dass ihr Raid Party und Raid Mania habt für die Community Raids. Alles durcheinander, blickt keiner mehr durch. Und dieser Wait or Donate Account einfach wirklich nur für Raids für Zuschauer ist. Genau. Joa, ansonsten sind alle drin, 10 Eingeladene, dreimal ich. Kannst du jetzt eigentlich hier in die Hand nehmen, oder? Das legst du hin, dann drückst du hier so mit der Hand und dann sieht das gut aus. Dann siehst du nämlich auch das iPhone XR, was ich mir extra gekauft habe, weil das super flüssig ist. Und dann gemerkt habe, dass du damit nicht streamen kannst auf YouTube und dann war ich traurig. Aber egal. Die Folge nehme ich jetzt am Mittwoch auf, aber ich werde, denke ich mal, schauen, dass ich die am Donnerstag hochlade. Am Donnerstag als Video, Mega Sherox und abends Mega Sherox Raids für Zuschauer. Würde auf jeden Fall passen. Und am Freitag seht ihr halt dann den Genesec Community Raid, den ich jetzt gleich im Anschluss auch noch machen muss. Aber es gibt am Freitag keine Genesec Raids für Zuschauer. Die gibt es erst am Sonntag. Wir sagen es noch 5-mal dazu. Damit es dann wieder heißt, wusste ich doch nicht, dass da Raids waren, kannst du noch mal welche machen hin und her. Eigentlich, wenn man abonniert hat oder wenn man öfters mal in den Community-Tab schaut, da verpasst man nichts. Da ist immer alles angekündigt. Jetzt muss ich mal gucken, wer das Beste hier hat. Wir haben nämlich, der ist rausgeflogen eben. Jense, Stufe 1, das sieht gut aus. Hier, drück mal drauf, gehst du mal rein, der Kampf ist fertig. So, hier laufen die Dinger durch. 250 Mega-Energie gab es auch. So, das ist auf jeden Fall kein Shiny. 1714, das ist auch kein Shiny. Das ist auch kein Shiny, aber der hat Fragezeichen. Stimmt, das ist das nächste Pokémon, was der hat. Der hat ja nur Bisasam und den Rest. Letzter Angriff, Ramses. Blood and Tears, Stylish, Dreihader Kingo, Reisender, Terrorzwerg, Kampfstark, Borki, Starläufer. Wir gucken jetzt also mal hier auf dem Main. Und theoretisch können wir dann auch schon eins entwickeln. Oder nee, ich heb mir das auf für den Solo-Raid. Ich heb mir das auf für den Solo-Raid und beim Solo-Raid werde ich dann eins entwickeln. 1681 ist auf jeden Fall schlecht. Die anderen sind besser, die ich hier sehe. Obwohl, von dem einen sehe ich ja nichts. Werf mal eine silberne Sananabeere, dass wir auch mehr Beeren bekommen. Knüppelroter Kreis. So rot wie das Sherox selber. Der Kreis sah auf jeden Fall gut aus. Ist auch riesengroß. Du kannst also richtig gut einfach fabelhaft werfen. Er wirkt auch sehr ruhig. Der tanzt nicht nach links, der tanzt nicht nach rechts. Der macht keine Saltos. Der hüpft mal kurz hoch, aber ansonsten dürfte das eigentlich kein Problem sein mit dem Fang. Ja gut, der Kreis war jetzt falsch, das ist nix. Dann doch lieber abwarten. 1, 2 und im schlechtesten Wurf bleibt der drin. Das musst du dir mal vorstellen, 1681, wir bewerten mal kurz. 12, 14, 13. Dieses Sherox wurde am 10.8. Steht nicht mal da, wo. Hildburghausen ist halt kein Ort. Steht nicht da. Kann man nicht machen. 111 XL-Bonbons. Das wird aber nix. Ich würde gern mal... So, ich muss mich nochmal ganz kurz zurückmelden. Ich habe es eben vorgelesen. 1714 auf dem einen, bei dem anderen Fragezeichen. Es war bei beiden Pokédex-Eintrag. Aber der 1714er war einfach ein 100%. Dieses Sherox wurde am 10.8. in der Nähe von Römhild, Thüringen, Deutschland gefangen. 100% Sherox im ersten Raid, Pokédex-Eintrag. Das ist nicht von mir, der lag schon da, zufälligerweise. Ich wollte mir nur was suchen, wo Schatten ist. Hier ist Schatten. Also, ja. Bringt zwar nichts, der fliegt eh weg, mit dem mache ich nichts, aber fürs Video
Clickbait kannst du auf jeden Fall in den Titel schreiben. 100% Xerox im ersten Mega-Raid. Boom. Community-Raid. Also, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und jetzt auf zum Genesekt.